ganz ehrlich, ich bin so seit dem letzten zwei Malen gar nicht mehr aufgeregt vor der Social Movie Night, weil ich weiß, es läuft irgendwie alles. Ich finde aber heute den Aufbau richtig krass, wenn du dich hier rumdrehst oder musst unbedingt die Lichtverhältnisse so haben. Da hast du halt hier der ganze Aufbau mit den Fledermäusen und so, das ist halt super geil gemacht. Definitiv, der Trailer ist echt vielversprechend gewesen. Mit all den YouTubern, die halt noch dabei sind. Das ist eine schöne Aktion auf jeden Fall. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur Social Movie Night zu Dracula Untold. Universal Pictures, Pure Online und DVD-Kritik haben eingeladen. 600 Berliner dürfen es gucken. Auch ein paar von euren YouTube-Stars sind da. Und super cool, heute sind auch die Superstars Luke Evans und Sarah Gadon heute Abend hier in Berlin für uns, für euch sozusagen. Also, wir gucken mal, wie die Stimmung hier ist. Maniac, meine Damen und Herren, hallo. Freust du dich auf den neuesten, wahrscheinlich besten Vampirfilm aller Zeiten? Absolut, ich bin total verliebt in diese Blutsauger, weil ich finde das einfach total faszinierend, wenn Leute gebissen werden und sich davon ernähren. Ich würde das auch gerne mal machen. Marty, was hältst du denn so von Vampiren? Vampire finde ich gut. Weißt du denn, worum es in Dracula Untold geht? Ja. Worum? Um die Geschichte von Dracula, die man noch nicht kennt. Ich warte schon seit einer Ewigkeit auf einen Mann deiner Stärke. Was für ein Mann betritt sein eigenes Grab auf der Suche nach Hoffnung? Ein Verzweifelter. Die Türken drohen, mein Reich zu zerstören. Sie sind schon ganz nah. Freust du dich auch auf den Film? Hallo, ich bin Daniele Rizzo. Ich freue mich sehr, euch im Namen von Universal Pictures, Pure Online, DVD-Kritik Robert Hoffmann zu begrüßen. Schön, dass ihr hier seid. Was verbindet ihr denn mit Dracula? Blut. Das war nicht mal abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Hast du den Film schon gesehen? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich auch echt gespannt bin. 100 Millionen US-Dollar stecken hinter diesem Film. Und gerade das Vampir-Genre ist ja auch ein bisschen weichlicher geworden in den letzten Jahren. Ganz ein bisschen. Mit Funkel, Funkel. Heute wird es wieder ein bisschen blutiger, glaube ich. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe es nicht gesehen und jetzt geht's aber dann auch bald los. Ladies and gentlemen, please welcome with me the beautiful, the astonishing, the very, very talented Sarah Gadon. Good. And Luke Evans. Hello. Hello, everyone. I've heard that you had kind of problems with your armor, that you sometimes couldn't. We're not allowed to sit. What about no, that? I wasn't allowed to sit. I couldn't sit. There was no questions about whether I could sit. I just couldn't. So I would just lean against things. Like, it was long days, very long days. But it looks good. The armor looks amazing, right? I mean, it's amazing armor. Sarah, you keep saying that this Dracula movie is a family movie. Why is it a family movie? I was just saying that because I'm a part of the family. I'm a part of the Drac family, a part of the Vlad family. That's right. So that's where all of my scenes existed. So that's why. Oh. That's why I said that. She's very easy to fall in love with. Look how beautiful she is. Is she beautiful? Come on, applause. It's Mrs. Dracula.
How would you personally fight against a vampire? Would you use a plug, a tanning bed, or just call Buffy? Oh, I would call Buffy. That's what I would do in a second. This is the beginning of the life of this film, and you guys are some of the first people in the world to see this movie. You are very lucky, and you better like it. Otherwise, I'm coming after you with bats. It's something we wanted to do, a social movie night selfie. So everybody, you know what you have to do? Put out the light. For Dracula and Toad. Amazing. That's amazing. Jetzt alle schreien, Dracula and Toad. Thank you guys, thank you so much. Hope you enjoy the movie. Thank you much, euer Applaus. Hugh Devon and Sarah Gellar. Enjoy the movie. Und ich bedanke mich, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer genießt den Film Dracula Untold. Viel Spaß! Du wirst stark sein wie 100 Männer. Und über die Nacht und all ihre Kreaturen herrschen. Zu welchem Preis? Du weißt gar nichts. Aber ich werde es dir zeigen. Trink. Er kommt. Sie fürchten Monster. The world. Vergiss nie, wer ich bin. I've never been to anything like that before. No, it was awesome. Social movie night. Yeah, what a it's great a really thing. Good idea. Der Film war Hammer. Das war der Hammer einfach. Den werde ich auf jeden Fall nochmal gucken. Ja. Ich fand ihn mega. Also er hatte tatsächlich zum ersten Mal auch wieder ein Kind dabei, was echt geil spielen konnte. Ich fand ihn grafisch sehr herausragend und er hatte eine wesentlich bessere Story, als ich erwartet hätte. Also er war ein sehr, 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 sehr guter Film, sehr starkes Erlebnis. Diese krasse Fledermaus-Action, ich alles tot, Attacke, die war halt schon ziemlich cool. War einfach gut. Also vom Trailer habe ich halt schon von den Special Effects relativ viel erwartet. Muah, perfekt, wirklich. Dracula tot! Ich habe viele Dracula-Filme gesehen oder Vampir-Filme und ich muss sagen, das ist einer der besten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Das aus von einem Expertenpferd. Wem würdet ihr denn Dracula Untold dann weiterempfehlen? Leuten, die Twilight hassen. Oder Leute, die Twilight gucken, um denen zu zeigen, was ein Vampir sein könnte oder wie cool ein Vampir sein könnte. Wenn man so auf Vampire steht, ist der top. Danke. Und auf Fledermäuse. Aber nicht Batman, also das ist was ganz anderes. So, tschüss. Was sagst du zu Dracula Untold? Die Eindrücke sind immer noch so extrem frisch, weil man ja vorher viel zu tun hat in der Nacht. Ich konnte es noch nicht ganz sacken lassen. Was man auf jeden Fall merkt, das ist ein Genre-Movie, der halt mit krassen Effekten daherkommt. Das ist ein Effektfilm, es ist Dracula. Vampire funkeln nicht, Vampire wollen Blut. Und Vampire haben einfach mal richtig viel Kraft. Und ich glaube, das wollten die Leute sehen, das haben die Leute bekommen. Und deswegen, ja, Erwartungen gehabt, Erwartungen erfüllt. Every seat was full and everybody there... lucky to be one of the first people to see this movie in the world, which is an amazing thing. So I wish I could sit down and watch it with them. I know. It's a really great thing to see. I think that's what the movies is, right? You go with your friends, you watch the movie, you share and enjoy. Yeah. I hope they like it. So do I. I think they will. Okay. Yeah. I'll take you through the storm.